Hallo liebe Mädchen und Jungen. Hallo liebe Kinder. Wenn auch spät, ihr merkt, es ist Abend, auch hier drin ist es dämmerig, die Kerzen stehen im Vordergrund und das ist auch gut so, weil heute geht es um, ja, eigentlich um Frieden. Aber dass das manchmal gar nicht so einfach ist, das werden wir hören, wenn wir ja, die Worte hören, die Jesus uns sagt. Aber zunächst einmal feiern wir unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, der die Welt und uns geschaffen hat, im Namen seines Sohnes Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist, und im Namen des Heiligen Geistes, der uns atmen und leben lässt. Das sprechen wir wieder gemeinsam. Ich glaube an Gott, den Vater, der die Welt und uns geschaffen hat. Ich glaube an Jesus Christus, seinen Sohn, der für uns gestorben und auferstanden ist. Ich glaube an den Heiligen Geist, der uns atmen und leben lässt. Amen. Wir singen das Lied, das wir schon kennen. Ja, Jesus liebt dich. Jesus fuhr fort. Es gibt Menschen, die sagen, liebe deine Freunde und Verwandten, hasse deine Feinde. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, betet für die Menschen, die euch verfolgen. So sehen die Menschen, dass ihr Gottes Kinder seid. Denn euer Vater im Himmel lässt auf alle Menschen die Sonne scheinen, ob sie gut sind oder böse. Und er lässt es auf alle Menschen regnen, ob sie ihm vertrauen oder nicht. Wenn ihr nur die Menschen lieb habt, die euch lieb haben, dann tut ihr ja nichts Besonderes. Ihr sollt genauso handeln, wie Gott und allen Menschen Gutes tun. Ihr Lieben, ich glaube, das hier müssen wir erst einmal verarbeiten. Jesus sagt hier tatsächlich, liebt eure Feinde. Also liebt diejenigen, die euch ärgern, die euch verspotten oder ja, die euch auch schon mal wehgetan haben, mit denen ihr euch vielleicht mal geprügelt habt oder mit denen ihr euch bis heute noch nicht vertragen habt. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Und das kennen wir alle, dass wir mit Menschen zu tun haben, denen wir am liebsten
aus dem Weg gehen würden. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind und einmal darüber nachdenken, ist es dann nicht oft so, dass wir uns fragen, meine Güte, warum hat der das gemacht? Warum kann der mich nicht leiden? Liegt das vielleicht daran, dass ich ihn oder sie auch nicht mag? Ist das in Ordnung so, dass wir so miteinander umgehen? Wäre es nicht viel besser, wenn wir alle friedlich miteinander auskommen würden? Und dass das nicht immer gelingen kann, das wisst ihr, das wissen wir beide und das weiß Jesus auch. Aber was uns Jesus damit sagen will, ist, dass wir es irgendwo immer wieder versuchen sollten, auch mit Menschen auszukommen, die wir nicht so gerne mögen. Ich kenne das von meiner eigenen Kindergarten- und Schulzeit. Da war gerade im Kindergarten ein Junge, der hatte es immer auf mich abgesehen. Und irgendwann habe ich ihm dann mal eine Bemerkung zurückgegeben. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber das hat ihn dann zum Nachdenken gebracht. Die besten Freunde sind wir zwar nie geworden und das muss man auch nicht, aber wir haben es aber irgendwie geschafft, eben nicht immer, wenn wir uns gesehen haben, uns irgendeine Gemeinheit an den Kopf zu werfen. Und das ist es letztendlich, worum es geht. Das haben wir ja auch letzte Woche schon gesagt, dass wir eben nicht immer drauf losbrüllen oder ja, dass wir so uns, dass es so weit geht, dass wir uns schlagen müssen oder dass wir uns wehtun. Wir sollten versuchen, miteinander auszukommen. Und Jesus sagt ja hier, wenn ihr nur die lieb habt, die euch lieb haben, ja, das ist ja wirklich nicht schwer. Ja, aber viel schwerer ist es einfach mit den Menschen zumindest versuchen auszukommen, die wir eigentlich gefressen haben. Das ist wirklich eine Sache, die nicht ganz leicht ist. Aber wir können es und sollten es versuchen. Die Pausenengel zum Beispiel, ich habe es letzte Woche schon einmal angesprochen, die es in manchen Schulen gibt, die lernen zum Beispiel so etwas, dass man Streitigkeiten eben auch im Gespräch lösen kann, dass man eben nicht immer aufeinander losgeht. Das bedeutet eben nicht, dass wir uns alles gefallen lassen müssen. Aber es bedeutet ganz einfach, oder auch nicht ganz einfach, dass wir es zumindest versuchen sollen, auch die Menschen ein bisschen gern zu haben, von denen wir wissen, dass sie uns eben nicht gern haben. Aber wenn sie spüren, dass wir das versuchen, dann wird es vielleicht anders. Und das ist etwas, was uns froh machen kann und was Jesus froh macht. Amen. Wir singen jetzt ein Lied. Ich glaube, jeder von euch hat schon mal ein Spinnennetz gesehen. Das ist ja so vernetzt, dass es, ja, dass aus einem einzigen Faden spinnt die Spinne das Netz. Und da gibt es ein Lied, das handelt vom Frieden.
Man kann, wenn man mit vielen zusammen ist, sich im Kreis setzen und einen Wollfaden uns immer wieder gegenseitig zuwerfen und die Enden festhalten, und daraus entsteht aus einem Faden ein Netz. Und dann sind wir irgendwo alle miteinander verbunden. Und dieses Lied heißt: Wir knüpfen aufeinander zu, wir knüpfen aneinander an, wir knüpfen miteinander Shalom, ein Friedensnetz. Und Shalom, das heißt im Hebräischen, also in der Sprache Israels, eben Frieden, Gottes Frieden, Shalom. Also wir knüpfen aufeinander zu, wir knüpfen aneinander an, wir knüpfen miteinander Shalom, ein Friedensnetz. Wir knüpfen aufeinander zu, wir knüpfen aneinander an, wir knüpfen miteinander Shalom, ein Friedensnetz. Wir knüpfen aufeinander zu, wir knüpfen aneinander an, wir knüpfen miteinander Shalom, ein Friedensnetz. Nochmal, wir knüpfen aufeinander zu, wir knüpfen aneinander an, wir knüpfen miteinander Shalom, ein Friedensnetz. Wir knüpfen aufeinander zu, wir knüpfen aneinander an, wir knüpfen miteinander Shalom, ein Friedensnetz. Ein bisschen schneller. Wir knüpfen aufeinander zu, wir knüpfen aneinander an, wir knüpfen miteinander Shalom, ein Friedensnetz. Wir knüpfen aufeinander zu, wir knüpfen aneinander an, wir knüpfen miteinander Shalom, ein Friedensnetz. Noch eine Runde. Wir knüpfen aufeinander zu, wir knüpfen aneinander an, wir knüpfen miteinander Shalom, ein Friedensnetz. Wir knüpfen aufeinander zu, wir knüpfen aneinander an, wir knüpfen miteinander Shalom, ein Friedensnetz. Ja, wenn ihr mit mehreren seid, könnt ihr das ja mal versuchen, während dem Lied das zu machen. Das macht unheimlich Spaß. Wir wollen jetzt miteinander beten. Herr, jetzt sind meine Augen bereit und meine inneren Augen. Jetzt sind meine Ohren bereit und meine inneren Ohren. Jetzt ist mein Mund bereit, dass ich zu dir sprechen kann. Jetzt sind meine Hände bereit, dass ich sie als Schale formen kann, falten kann oder anderen reichen kann. Und mein Herz ist bereit für dich, Jesus, mein guter Freund. Wir machen unsere Augen zu und beten. Jesus, da hast du uns etwas ganz Schweres aufgegeben. Du möchtest, dass wir die lieb haben, von denen wir wissen, dass sie uns nicht lieb haben. Hilf uns dabei, dass uns das gelingt, dass wir ja versuchen, auf die zuzugehen, ja, die uns vielleicht foppen oder ärgern, dass wir ihnen sagen: Mensch, lass uns doch versuchen, vernünftig miteinander auszukommen. Gib, dass das möglich ist. Und wir wissen, dass es möglich ist, wenn du uns dabei hilfst. Wir bitten dich, sei mit uns. Wir danken dir dafür, dass wir dir alles sagen können. Dass wir so zu dir kommen können, wie wir sind. Dass bei dir nicht einer besser ist als der andere. Wir danken dir, dass du uns lieb hast und dass du uns in die Arme nimmst und für uns da bist. Amen. Amen. Jetzt wollen wir beten, wie Jesus uns beigebracht hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zum Schluss bitten wir Gott um seinen guten Segen.
Herr, sei du über uns, wie die Sonne und der Mond. Sei du hinter uns, dass wir keine Angst haben müssen. Sei rechts und links neben uns, dass wir spüren, dass du da bist. Sei vor uns, dass wir den richtigen Weg finden. Und sei unter uns, dass wir nicht über Steine stolpern. So segne und behüte uns, allmächtiger, barmherziger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Amen. Wir wünschen euch eine gute Nacht, träumt was Schönes und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.